So, liebe Leute, da sind wir wieder mit der Karriere. Wunderbar. Also, oh, Deutschland uns angeboten und habe in den letzten Kommentaren schon geschrieben. Nein, ich habe keinen Bock auf Nationalmannschaft, weil haben wir ja schon einmal durch in der Saison Nummer 1. Nee, wir wollen ja noch was anderes machen. Wir wollen ja ein bisschen FIFA spielen. Und hier seht ihr, Sonntag und Dienstag haben wir Spiele. Wir fangen jetzt Sonntag also gegen Tottenham an. Ja, haben ja gerade das ein Topspiel hinter uns. Da kann man uns ruhig mal in die Wild Lane schicken. Finde ich auch ganz fair, hoppala, jetzt muss ich aufpassen. Das ist ja überragend hier, oder? Das Auswärtsläppchen. Dann spielen wir so. Heute werden wir ein bisschen mischen. So, dann werden wir den lieben Raphael mal bringen. Der hat es auch mal wieder verdient für Sean. Dafür spielt dann die Chili auf der anderen Seite. Pjanic werde ich heute mal schonen. Es ist ja auch Champions League dann wieder. Dafür kommt aber nicht Bakary, meine ich. Dafür kommt natürlich Elber rein. Und ich werde auch Bakary mal wieder spielen lassen für, ich weiß noch nicht ganz wen. Rooney kann ich ja fast nicht draußen lassen. Ich würde sagen für Mata. Und Nani wechselt mal die Seite. So ja jeder mal ein bisschen Pause machen. Januzaj möchte ich unbedingt mitspielen lassen für Nani, genau. Aber eine richtig junge Seite. Und Juan Jesus hat ja ein bisschen gespielt im letzten Spiel. Phil Jones soll auch mal wieder spielen. Dafür bleibt der Kapitän ganz draußen. Vidic sagt erstmal heute Pause. Genug Wechsel für einmal, denke ich. Welbeck kann immer noch reinkommen. Das gucken wir uns dann an. Also, guter Kader trotz allem im Regen an der White Hart Lane für unser Team. Und eins möchte ich noch ganz kurz in eigene Sache loswerden. Ich finde es total geil, wenn Kommentare geschrieben werden. Richtig, richtig geil. Und es ist jetzt in einer Zweitkarriere vorgekommen, dass man ja persönlich beleidigend geworden ist. Und ich sage euch hiermit, dass es. Ja, das habe ich mir jetzt einmal angehört. Beim nächsten Mal werde ich die Scheiße löschen und auf solche Abonnenten kann ich verzichten. Ich denke, da kann jeder im Leben drauf verzichten. Ich habe keinen Bock, mich hier von irgendwem anseichen zu lassen, der ja der deutschen Sprache anscheinend nur in solchen Schimpfworten mächtig ist. Darauf brauche ich dann auch nichts. Also dafür kaufe ich mir nichts. Da, so weit muss es einfach nicht gehen. Ich hoffe, es wird weiterhin fleißig geschrieben, aber wir halten uns ein bisschen an die Regeln. Und die bestimmt immer noch, ja, dass man ein bisschen nett zueinander ist. Ne? Jeder darf eine andere Meinung haben als ich. Das finde ich auch gut so. So können wir schön kontrovers diskutieren. Aber hier, es muss alles im Rahmen sein. Ganz einfach. Bin auch keine 12 mehr, dass ich mir sowas von so kleinen Scheißern in Anführungsstrichen manchmal auch gefallen lassen muss. Oder von irgendwelchen verwirrten Wesen. Das ist einfach Kacke. Das gehört einfach nicht zu YouTube. So, liebe Freunde, jetzt aber wieder zum Fußball zurück. Ihr seht es, wir spielen in Weiß an der White Hart Lane. Und gucken mal, was Tottenham dagegen zu setzen hat. Die Tabelle ist übrigens hochinteressant. Wir sind ja nun schon richtig rangerückt nach unserem Sieg gegen Arsenal. Und hier sehen wir Lurie Walker, man kennt Vertonghen, Lamela, also man kennt Paulinho vor allen Dingen. Und was haben wir sonst noch? Ja, Durchschnittsmannschaft würde ich mal sagen, ist das im Moment nur. Mehr ist das nicht. Eriksson ist noch ganz interessant. Und ja, mehr sind sie meiner Meinung nach nicht wert. Unsere Mannschaft kennen wir. Sorry für den Räusper. Jetzt geht's los. Man United, die Red Devils in Weiß heute mal. Von der rechts nach links im ersten Durchgang. Mit ein bisschen jungem Blut. Muss man ja auch mal bringen in guten Spielen. Mit die Chili auf der anderen Seite. Und wir gucken uns an, inwieweit wir erfolgreich sein können. Fellaini verliert den Ball. Lamela. Wird von Januzaj attackiert. Der kriegt den Ball aber nicht. Gut durchgespielt von Lamela. Und jetzt kommt Fellaini, macht ihn erstmal weg. Ah, doch nicht. Walker war das. Obala. Sehr gut von Dichilio den Ball erobert. Das war knapp. Elber. Da geht er sehr steil, der Bakary. Aber gut, Van Persie hat den Ball gehabt. Vertonghen ist da. Der Belgier. So, Varane. Elber. Bakary, jawohl. Jetzt geht Raphael. Oh, den kriegt Raphael. Nein, leider geht er ins Aus, schade. So, Aufbau über Bakary. Der läuft hier fast rein, ein Gegenspieler. Ball ist weg. Dammit. Eriksen hat da auch Glück gehabt. Paulinho hat ein bisschen Glück gehabt. Für mich übrigens bisher einer der enttäuschendsten Spieler der WM. Rooney. Abseits, ja. Van Persie war abseits, da brauche ich keine Zeitlupe für. Yes, deutliches Abseits. So, auf geht's. Guck mal, es lief ja in den letzten Wochen sehr gut. Das ist immer beängstigend, wenn es zu gut läuft. Veran, Ballgewinn. Rooney hat er gut gesehen, dass Raphael da frei ist. Jetzt geht Bakary viel zu steil. Das wollte ich nicht. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass Bakary da nicht durchgeht. Rooney und Bakary zusammen gewinnen den Ball. Wunderbar. Raphael. Guter Seitenwechsel zu Dichilio.
Wo ist eigentlich die Mitte? Die Mitte ist gar nicht besetzt. Okay, dann muss Janus seinen Ball spielen. Macht er auch sehr schön. Fehler eh nie. Janus kann den Ball nicht kontrollieren. Walker ist da. Der ist eiskalt da. So, was ist in der Mitte da? Er kommt langsam angeschlappt. Oh Gott, doch Gott, ist mal ein bisschen übermotiviert eingeworfen. Was ist denn da? Da drückt aber der Schuh so ein bisschen. Oh, Paulinho, Eriksen. Die lassen die Schio schön laufen. Oh, der hat ihn auch gelegt anscheinend. Achtung, Soleimane. Oh, Riesentat von David Herr. Was machen die? Was machen die denn da? Oh, Alter, ey. Riesentat von De Herr zweimal. Wayne Rooney. Gut, jetzt läuft der Konter über Bakali. Und Bakali, guckt euch das an, der geht an verdammten nicht vorbei. Der Belgier steht da wie eine Mauer, wie Daniel van Beuten. Ist auch Jan Vertonghen, ein richtiges Viech hinten bei Belgien drin. Sehr, sehr geil. Ein Mördertier, ey. So, Kane, Achtung, Neuaufbau. Eriksen, die White Hart Lane ist im Regen untergegangen und wir trotzen dem Regen noch. Verran. Ja, das war gut gemacht. Die Schilio direkt weiter. Janusai, Fellaini, gute Kombination auf Rooney. Ah, das war ein bisschen doof. Das war ein bisschen doof. Da bin ich gar nicht ins Duell gegangen mit Bakali, weil der Ball eh weg war. Paulinho wird von Rooney verfolgt. Aber der spielt einen Riesenball hier. Abseits aber wohl. Eieiei. Wir sind noch ziemlich zerfahren. Wir sind noch gar nicht so richtig im Spiel. Um Phil Jones drumherum, muss man sagen. Die Mannschaft zeigt noch nicht, was sie kann. Aber ist ja kein Wunder. Ist ein bisschen verändert. Da braucht man so ein bisschen Zeit. Die Schilio. Oh, muss er aufpassen. Janusai kommt wieder aus dem Abseits. Ich habe es mir geahnt. Habe ich zu spät gesehen. Also die beiden, Bakali und Janusai, von Anfang an ist immer so eine Sache. Die sind sehr, sehr, sehr offensiv im Drang. Das ist schon sehr schwierig, die beiden in den Spielaufbau zu kriegen. Ball gewinnen, Ball ist weg. Unglaublich. Kane. Und Veran. Lamela. Jawohl, die Schilio klärt das Ding mal. Und ab geht's. Van Persie. Ja, den kriegt er nicht. Da braucht Robin Van Persie nicht hin. Da ist Vertonghen da. Der braucht den Ball nicht mal annehmen. Ja, aber egal, er war weg. Richtig so. So, Van Persie kommt. Lloris kann nicht kurz spielen. Das ist erstmal ganz wichtig. Langen Ball könnte Fellaini ganz locker pflücken. Macht er auch. Rooney, super. Fellaini. Oh, da wird Janusai gehalten von Lamela. Bringt aber die Flanke leider zu weit. Rose ist da. Raphael, vorsichtig. Ja, das war fast abzusehen. Eriksen hat Pech, weil er daran aufpasst. Bakali. Rose ist wieder da. Bakali kriegt keinen Stich im Moment. Das wundert mich eigentlich. Und jetzt kann er den Ball immer hinholen. Varan. Elba. Bakali. Ball ist weg. Eriksson ist da. Und Rose gegen Rooney. Es ist gleich Halbzeit und es ist ein ganz grausames Gekicke. Das haben wir lange nicht gesehen. Wir sind überhaupt nicht im Spiel. Sehr viele Fehler. Und wie gesagt, die beiden Jungen auf den Seiten machen nicht gerade ihren besten Job bisher. Und jetzt hat er ein bisschen Pech gehabt, Capo ist da. Lamela. Ist ja fast schon eine französische kleine Botschaft da drin. In der Mannschaft von Tottenham. Da waren ja, glaube ich, 14 Franzosen der Vertrag vor eineinhalb Jahren. Ist auch sehr geil. So, Eckball kommt, vorsichtig. Kane, Elber pflückt den. Eieiei, jetzt haben wir zweimal Glück gehabt. Schmeichelhaft das 0-0, würde ich sagen, ohne Torabschluss. Und jetzt ist Janusai mal durch. Jetzt ist Janusai mal durch. Und der sieht Robin van Persie. Oh, van Persie, das habe ich nicht geahnt, dass der im Laufduell so gewinnt. Ey, so eine Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, das war die beste Chance für uns. Aber jetzt schon zwei dicke Dinger für Tottenham, die hätten auch zum Tor führen können. Haben wir Glück gehabt. Wie gesagt, Rooney, van Persie. Legt durch, aber Nuni Paulinho passt leider auf. Lamela und Capoue in der Mitte sind auch da. Phil Jones gewinnt den Ball und hat ihn gleich wieder an Kane verloren durch einen dummen Zufall. Rose, jetzt ist ein bisschen Platz für Rose. Elba kann ihn abblocken und jetzt ist Halbzeit. Jetzt ist Halbzeit, ja, ein schlechtes Fußballspiel. Brauchen wir nicht drüber reden, glaube ich, Leute. Nicht so schön. Chelsea führt in Newcastle, na gut. 3-0 Torschuss, also wir sind ohne Torschuss. Das gibt es auch selten in einer Halbzeit. Das habe ich sehr, sehr selten gesehen. Und ja, was tun? Was tun ist hier die Frage. Wechseln wir erstmal, gucken wir auf die Energie. Die ist noch ganz okay soweit. Wir haben ja noch mit Mata, Pjanic, Young, Welbeck einiges Offensives draußen. Aber wir spielen erstmal noch ein bisschen so weiter, erhöhen dafür den Druck. Und gucken mal, was bei rauskommt. Kane, Eriksen,
die Spurs sind natürlich jetzt auch heiß. Die wissen, eigentlich sind wir eine torjungen Mannschaft. Wir haben noch gar nicht aufs Tor geschossen. Das spricht für sie und unsere Naivität vorhin bei Van Persie zum Beispiel, wo ich einfach nicht geschossen habe. Paulinho wieder den falschen Mann bekommen. Immer wenn ich den falschen Mann kriege, wird es dann auch echt gefährlich. De Gea. Rafael, ab geht's. Rafael, Bakali. Ja, du musst ihn nur durchlegen. Wunderbar, der legt da auch durch auf Rafael. Auf Rafael. Gut gemacht. Ah, in den Rücken von Bakali gespielt. Pech. Eriksson passt gut auf. Eriksson ist ein guter Zweikämpfer, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist eigentlich ein technisch versierter Spieler, so viele Zweikämpfe hier gewinnen kann. Paulinho. Oh, oh, oh. Rafael gegen Kane. Und den überläuft Rafael einfach mal tiefenentspannt. Und hat noch die Augen, hat noch das Auge, den Ball zu klären. Varane. Elba. Oh, wieder so ein einfacher Fehlpass. Fellaini verliert den Ball. Capoe, Glück gehabt. Elba, Januzaj. Ach du Schande. Was ist denn das jetzt für ein wildes Gebäude hier? Was ist das denn für ein wildes Gebäude? Jetzt ist er abseits. Meine Herren, Lamela war schon was wieder durch. Und jetzt kommt ein Wechsel. Sandro kommt für Capoe. Und ja, Phil Jones spielt auf Fellaini. Immer noch ohne Torchance. Oh, wieder so ein Ding. Januzaj. Van Persie kann den Ball nicht behaupten. Ziemlich bitter. Paulinho gegen Rooney. Kann sich nicht durchsetzen. Rooney jagt in den Ball ab. Rooney, nein! Und Walker passt auf. Walker steht gut. Lamela gegen Marouane Fellaini. Ja, gibt Freistoß für Tottenham. Und jetzt wird Zeit. Jetzt sollten wir wechseln. Jetzt muss was kommen. Oh Mann. Ich werde Juan Mata bringen für einen etwas übertriebenen Bakali. Und ich werde auch Ashley Young bringen für Januzaj. Mal so ein bisschen was anderes. Flügel noch besetzen. Beiden Youngsters haben es heute nicht gut gemacht, aber es ist auch nicht schlimm. Dazu sind sie jung und naiv und brauchen das Geld. Weiter geht's am Text. Walker, Freistoß. Vertonghten, Kane, Eckball. Uiuiui, Rafael kann gerade noch klären. Er macht ein ganz gutes Spiel bisher. Einer der wenigen Lichtblicke. Eckball kommt über Lamela, der kommt zu kurz. Young klärt zu kurz. Eriksen, Varane ist dazwischen. Glück gehabt. Mata. Ei, was machen wir denn? Mata auch mit dem Fehlpass im Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Meine Herren, Ashley Young, jetzt aber. Der Konter. Van Persie. Kommen wir zum ersten Abschluss? Nein. Young. Und die bleiben auch stehen. Und den spielt er schön auf Robin Van Persie. Van Persie setzt sich durch. Van Persie! Erster Schuss, Lloris. Hält ihn, Mata. Nein. Erste Schuss. Chance eigentlich. Und jetzt kommt Dembele. Ins Spiel für Paulinho, das wundert mich. Paulinho hat super gespielt, aber soll uns recht sein. Eieieiei, was soll ich noch sagen, ey. Das war die erste Chance für Manu, für die Devils. jetzt müssen wir da weitermachen. Mata, die Einwechslung hat ja schon mal was gebracht. Schön hat er den vernascht. Das ist Bakali und Janus nicht einmal gelungen. Rooney, ein bisschen zu steil auf Fellaini. Jetzt muss Rooney das Loch stoppen gegen Sandro. Das macht er ganz gut. Sandro... Jawohl, aufpassen, nicht in Konter laufen. Sehr schön abgelaufen. Young. Vigilio, der ist auch abgetaucht ein bisschen. Fellaini, das ist sehr wenig im Moment, was da kommt. Mata. Fellaini. Van Persie. Rafael, jetzt mal komm, jetzt geh mal durch da. Oh nein, der geht jetzt aus. Ich hab's gesehen. Im Ansatz, dass das nichts lebt hier. Oh Mann, Rose, Vertonghten ist das. Sandro, Rafael durch, aber den kriegt er nicht. Schade, Lloris ist da. 15 Minuten, es wird Zeit, unseren letzten Trumpf zu ziehen. Denn auch von Robin van Persie kam gar nichts. Und jetzt würde ich sagen, kann er gehen. Danny Welbeck wird ins Spiel kommen. Diesmal sicherlich vor der 90. Minute. Und zwei Torschüsse gegenüber 5. Also das habe ich selten, dass der Gegner mehr Schüsse hat als wir. Das passiert uns selten. Aber davon kann man sich nichts kaufen. Rafael ist noch vorne und der ist heiß. Mata, der Spanier. Auch der ist heiß. Verliert den Ball aber hier an Rose. Nein, er kriegt ihn noch. Er kriegt ihn noch. Und Van Persie. Letzte Aktion vielleicht von Robin Van Persie. Van Persie, Van Persie drin das Ding. 78. Minute mit der Auswechslung macht Robin Van Persie das 1-0. Und das ist schmeichelhaft für die Red Devils, Leute. Das ist sehr schmeichelhaft. Ja, da flattern die Arme. Mein Lieber, ja, Glück gehabt sogar hier im Zweikampf. Und dann, der passt aber sowas von genau. Das ist dann Extraklasse von Robin van Persie. Endlich zeigt er sich auch mal wieder.
Und Danny Welbeck kann jetzt per Konter einleiten oder kann per Konter vollenden, sage ich mal. Eieiei, aber noch ist hier nicht alle Tage Abend. Tottenham ist immer brandgefährlich. Ja, zwei dicke Chancen in der ersten Halbzeit haben sie gehabt. In der zweiten eher nicht, aber das heißt nichts. So, Young kommt überhaupt nicht an den Ball gegen Sandro. Ein bisschen übermotivierte Grätsche, Fellaini. Walker kann nicht an Fellaini vorbei, dazu ist er einfach zu stark. Ja, fünf Spiele ohne Gegentor für David de Gea schon, den Spanier. Der wird sicherlich bald die Nummer 1 werden im spanischen Tor nach diesem WM-Debakel. Und eines vollkommen, uninspiriert will ich nicht sagen, sondern einem vollkommen demotivierten Iker Casillas, der seit Monaten keine Spielpraxis bekommen hat. Aber jetzt, nein, ich habe mit Danny Welbeck festgerechnet in diesem Moment. Elber, Rooney. Ja, Rooney muss warten. Und zu Recht, Elber und Rooney, der setzt jetzt hier nochmal Zeichen, der Wayne Rooney. Geht durch. Nein, der war wieder zu einfach, der Pass. Also jetzt fehlt auch noch so ein bisschen die Zielstrebigkeit im Spiel der Devils. Kane, Fellaini. Boah, Dembele weggemacht. Achtung, Sandro. Phil Jones kommt zu spät. Lamela. Im letzten Augenblick jemand dazwischen. Lamela, Fellaini. Ach du Scheiße, jetzt brennt dir nicht da loh, Leute. Wayne Rooney. Gut geklärt, wer kann den Ball halten? Und Rooney mit ein bisschen Glück hat er sich durchgesetzt. Mit ein bisschen Glück. Komm, Wayne Rooney legt auf Mata. Mata! Oh, Lurie ist da. Schade, aber das war wichtig, denn so verhindern wir, dass wertvolle Zeit für uns auf der Uhr bleibt, dass wir nicht noch einen kriegen am Ende. Jetzt haben wir erstmal einen Eckball, während Koulibaly geht, der Ex-Freiburger, glaube ich. Dawson kommt, Elber tritt den Eckball, Fellaini ist da und Lurie ist da. 90. Minute läuft immer noch. Juan Mata. Der lässt einfach mal einen, aber das ist kein Problem für den französischen Nationalkeeper Hugo Lloris. Achtung, jetzt aber nach hinten, liebe Freunde. Nein, das Spiel ist aus. Achtung, grüne Neune. Was eine Partie für uns hier. Das Ding gewinnen wir 1-0. Das war nicht vorherzusehen. Die Spurs verlieren auch gegen uns. Und das ist wirklich ein Spiel gewesen, wo wir mal unterlegen waren. Da haben wir gerade die größte Chance noch gesehen für Tottenham. Wir haben tatsächlich die Schuss. Das gibt's gar nicht. Wir haben das noch gedreht mit Schüssen. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Die Shio Jones, Verdan, Raphael haben eigentlich alle gut gespielt. Und ihr seht es hier, die Noten sind gar nicht so schlecht. Ne? Von 1-0. Bakali mit einer 7-5, die hat er sich verdient, muss ich leider auch sagen. Ja, und Van Persie, den wollte ich auswechseln. Und vorher sagt er noch, Trainer, ich mach noch einen rein. Und so muss das sein, oder? So muss das sein. Und jetzt gegen Lyon, da können sie alle zeigen, was sie drauf haben. Denn ihr seht es an der Gruppenstatistik. Wir sind zwar Erster, aber durch sind wir noch lange nicht. Schaffen wir es? Das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, abonniert mich doch einfach. Und Alf, dann haben wir richtig Spaß zusammen. In diesem Sinne, ciao und haut rein.